Hi, ich bin der Alex Krull von Leaves Eyes, machen symphonischen Metal oder in dem Fall auch Viking Metal, kann man das betiteln, weil die nordische Mythologie spielt eine ganz große Rolle. Und dann bin ich natürlich auch noch Schwertkämpfer und in der Reenactment-Szene unterwegs bei der Jomsborg, das ist die größte Viking-Armee in der Welt. Gibt es in ganz vielen Ländern und Kontinenten und wir haben da ganz viele Freunde. Ich bin aber auch mit vielen anderen Gruppen befreundet. Hi, I'm Cole. How you doing? I am a Joms Viking, part of Jomsborg. I've been doing this since 1992. And Vikings to me, it means everything. It's my life. For me, Viking is, it's not a hobby, it's a habit. I have to do it. It's in my lifestyle. Es ist eigentlich alles. Es ist im Prinzip eine eigene Welt. Die Leute kennen sich auch untereinander. Es ist eine kleine, aber feine Szene. We have friends from Canada, North America, to New Zealand, and we come together and we meet from completely different places. So my name is Callum Rutherford. I'm from New Zealand. I'm from Jomsborg. I'm from Jomsborg Weststorm, led by Carl, Pink and Glory. And the whole Viking reenactment thing to me, like, personally, it's like a way to escape reality, and also I love the violence behind it, but the controlled violence, like a sort of a martial arts kind of scene. Hi, my name is Igor Gurevich. I'm Voivoda of Triglav, Slavic and Viking warrior group based in Szczecin, Poland. I'm also East Storm commander, so I'm a kind of general for the biggest part of Jomsborg. My name is Nils, I'm from Belgium. I'm a Viking reenactor in Jomsborg. Jomsborg is the biggest worldwide modern Viking organization, stretching all over the globe through different continents. We mostly stick to fights, show fights, but we intend to decorate a whole Viking life. So we have the households who do the basics of life. I'm also author and publisher. I do this professionally since the late 90s. Being a modern warrior, it's the meaning of my life. I never been doing anything else. I'm Maxim, or Max, and I've been a Viking now for roughly 12 to 13 years. And I joined in London way back when, in about 2006. And as a young Viking grew, I fell in love with the scene. Now I run the Ulflag as Archon of the Ulflag, a huge group of about 100 members. And we're proudly, presently, the largest group in Jomsborg. So we're hoping to keep that together, you know, that energy and that spirit. So yeah, and I feel very blessed to be a part of that. My name is Mark Becker, ich bin aus Deutschland und bin der Nordstorm Commander von der Nordstorm Section Jomsborg und gehöre auch zu den Joms Vikings. Für mich ist das Ganze mehr als ein Hobby. Es ist wirklich ein großer Teil meines Lebens. Neben natürlich Familie und Beruf nimmt das Ganze schon sehr, sehr viel Zeit, Engagement und Energie in Anspruch und ist für mich persönlich sehr wichtig. So it's a lifestyle for me. I mean, you'll find some people do this at different levels. Some people are hobbyists and reenactors and they want to do this just purely for the fighting or the crafting. Some people come at it at a lifestyle level where they live and breathe Vikings. And then you've got a whole new level where people are lifestylists, but they are also, it's a way of life for them, like as a career. So it means their life is 24/7 Vikings, and that's where I come in from the movie side, producing, acting, running several businesses Viking wise so yeah, my life ends up being 24/7 Viking, which is a lot of hard work and a lot of running around spinning many plates, but I wouldn't live any other way, because who wakes up in the morning and gets to say I'm a modern Viking and this is my life? It's really rare, you know, considering billions of people in the world, there's only a few thousand people that can say that. And we are, I feel, truly the blessed ones in this modern world where the gods are dead and celebrities ruled.
and Instagram is the new gods, but somehow we hold on to this old tradition that is so rare that it can only be captured in small threads of silk in comparison to how it was. And we try our best to hold on to these old earthly values that just blow me away. What's what I fell in love with 12 years ago, and I just want to keep living it every day of my life. Obwohl es immer größer wird und die Beliebtheit, auch jetzt mit unserer Musik, haben wir ganz viele Fans, die ja fragen, was macht denn der Alex da noch? Und sie machen ja Wikinger-Metal und da kann man das auch wirklich ausleben. Ja, das kann man. Es ist eine Sache auch, was jetzt mit Funden und so weiter auch sehr spannend ist. Our approach to this is both like a lifestyle and we're trying to recreate the historical dress and gear and all of that. Da wird akkurat darauf geachtet, dass halt alles nach Fund ist, also nicht Fantasy oder LARP oder sowas, wo Leute Rollenspiele machen. Es geht da vielmehr darum, eine Darstellung zu machen. Auch das, was ausgegraben wird, mal auszuprobieren, um zu sehen, wie hat das funktioniert, wie haben die gearbeitet, wie haben die gekämpft. We're trying to do a lot of archaeological research and talk to the archaeologists from especially Sweden. So we're trying to base it on actual knowledge and research instead of just freestyling. Viele Handwerker gibt es auch, viele Leute, die Klamotten machen. Und da steckt so viel Herzblut drin und so viel, ja, Leidenschaft, Passion auf Neudeutsch. Das ist für alle das Allergrößte. Wer das Hobby ernsthaft betreibt, der kann auch nicht mehr davon lassen. Actually, it's all my life, because now I'm trying to live as a craftsman. I'm making glamour armors. My girl makes some pottery, and we are trying to sell this on different festivals and by the internet. Also, we are trying to make workshops for people to get new in the Viking scene. Und es ist tatsächlich Liebe zu jedem Detail, jedes kleine Schmuckstück, jeder Stoff, der genäht wird. Viking Lifestyle heißt für mich in erster Linie zu versuchen, die Zeit von damals möglichst detailgetreu nachzustellen. Ist natürlich klar, man kann nicht rausfinden, was haben die Leute früher gedacht, wie haben die sich gefühlt und so weiter. Dafür sind die in ihrer Gedankenwelt viel zu weit weg von uns. Aber man kann trotzdem die alten Handwerkstechniken ausprobieren, denen ihre Nähtechniken, das Färben von Stoffen und so weiter. Und sich damit zu versuchen, der damaligen Zeit etwas anzunähern. Ja, ich bin Sebastian Wilms, Mitglied und Anführer bei der Legio Holsatia. Ebenso wie Alex, Mitglied in der internationalen Jomsburg-Bruderschaft. Aber natürlich ist Viking Lifestyle für mich auch, am Wochenende mit meinen Kumpels irgendwo hinzufahren, unsere Zelte aufzubauen, dort zu kämpfen, zusammen zu kochen, zusammen zu trinken, nachts am Lagerfeuer zu sitzen, zu erzählen. Viking Lifestyle bedeutet für mich im Grunde genommen das Zurückbesinnen auf alte Werte der damaligen Zeit, vor allem sowas wie Freundschaft, Loyalität, auch Brüderlichkeit. Ich bin der Brian und kämpfe für die Gruppe Verjaborg aus dem Heilbronner Raum. Das Reenactment mache ich jetzt seit circa 14 Jahren. Ja, ich bin natürlich auch Geschichtsnerd, schon immer Interesse an Geschichte gehabt. Vor allem ja, damalige Zeit, egal aus welcher Epoche, versuchen zu verstehen mit ja, historischen Geschichten, historischen wissenschaftlichen Fakten. Einfach mal, ja, reinfühlen und erleben, wie es damals gewesen sein könnte. Viking Lifestyle bedeutet für mich Naturverbundenheit, das Kämpfen, das Handwerk, Brotherhood und das Nachempfinden, was unsere Vorfahren gelebt haben. Ja, generell Waffentechnik und Kriegskunst hat mich schon immer interessiert und auch da, das ist natürlich ein ganz spannender Bereich in der Geschichte. Wie haben eigentlich Waffen, ob es jetzt nun Schwerter waren oder andere Waffen, funktioniert? Wie setze ich sie ein? Ja, ich mache das schon seit rund 20 Jahren. Lifestyle bedeutet halbes Jahr draußen im Sommer unterwegs sein, jedes Wochenende. Draußen schlafen, essen, kochen, die Natur erleben. Vieles von dem, was die Archäologen ausgegraben haben, ausprobieren, ob es wirklich funktioniert, ob das so geschichtlich hinhauen kann.
im Rahmen von, man sieht, musealen Ambiente. Ja. Möchte ich nicht missen in meinem Leben. Bin ich 100% Viking. Deswegen nennt man mich auch den Fürsten von Starigard. Von dem Museum, wo ich hier gerade mit drinne sitze. Ich bin Kai, komme aus Neustadt an der Weinstraße und ich bin der Steersman von der Gruppe Eichturnier. Wir machen eine Birka-Darstellung, die machen wir jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren und sind mittlerweile 25 Personen in unserer Gruppe. Momentan hier auf den Slaventag bin ich dafür verantwortlich, dass der Platz richtig organisiert ist und dass die Viking-Show läuft, so wie sie laufen muss. Und dass das Publikum auch wirklich was zu sehen kriegt. Hi, I'm Snorri Zarkide-Fjörsen from the Belgian Eerd Asgardianer. I started the reenactment when I was 7 years old, so I am 42, so it's a long time ago. For me it's very important. I've been doing it for 15 years, so to me it's a lifestyle. And it's very connected to everyone doing this. It's like a huge family. To be a Viking is not to to drinking horns or to wear a Mjolnir on the necklace. It's a lot more than that. The way I got into this was through a good friend. So to me, the whole Viking life is more or less my inner self towards friends and stuff. So for me, it's like a huge family. More or less a passion, and the fight shows we attend with loads of fun. Ja, die Kämpferei. Mosch, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, wurde eingeladen, hast nicht mal Lust, komm mal vorbei. Ausprobiert, geile Sache. Und ja, so Hochmittelalter oder so, es war gar nichts für mich, weil die Kämpfe nicht richtig. Da ist zu viel Brimborium außenrum und ich hab's halt gern einfach und Attacke und Vollgas. Wir sind die Markwölfe aus Aschaffenburg und das Danalag. Und für uns ist es nicht nur ein Hobby, für uns ist das noch viel mehr. Das ist ein großer und wichtiger Teil unseres Lebens. Mein Name ist Bernd Bürger. Ich bin in der Jomsburg drin. Beide beim Nostorm, da bei Fakey und bei Frankie Sarani. Also ich bin so eine Allround-Tour. Ich bin überall und nirgends, was ich gut brauche. Ich versuche eine Bürgerdarstellung einigermaßen sinnvoll hinzubekommen und tu halt hauptsächlich kämpfen. Handwerklich bin ich leider Nullniete und von daher muss ich mich leider aufs Kämpfen konzentrieren und das geht einigermaßen. For me, the fighting is not only a way to get off a lot of anger, you know, like people fight MMA or whatever, but it's for me completely most about the new family, my brother here. Yeah. Different people coming together for common goal. And to sort out. And no one cares where you come from or where you come from, how much you earn, what have you done in your past life. Everyone's on the same level. My name's Dave Kilborn. I'm the Utland Storm Commander for Jomsborg and the region of territory that I am in charge of is North and South America. Our group is not necessarily a reenactment group, even though we do reenactment. This is definitely a lifestyle, something that we live even when we're not in our Viking clothing. These people that we interact with, they're friends and brothers. It's not an escape from real life. This is real life for us. So that is something that we've been taking from Europe, from Jomsborg in Europe, and bringing over to the United States, Mexico, South America. So it's a pretty exciting time for us because we get to take a fabulous hobby that we have and lifestyle that we have and bring it over and introduce it to people that would have never even known that it existed. So that's something that's very inspiring, is to find new people and introduce them to this incredible community. We're the Black Wolf Vikings. We're the part of the Army of Jomsborg, and we're the LAG that serves Dallas, Texas. We do experimental history and archaeology. We actually learn how to fight with these weapons. We learn how to do the crafts of the times. We conduct battles and individual fights like people did 1,000 years ago. And becoming a part of that history helps us appreciate bands like Leaves Eyes. We try to put this history as part of their show.
Yes, we are the Black Tunics out of Houston, Texas, and we are a prospective chapter for the Army of Jomsborg. And what we do here is we actually try to recreate to the best of our ability the Viking lifestyle through living history demonstrations, experimental archaeology, and to try to recreate the fighting systems that Vikings would have potentially used utilizing their weapons. We are the Vinland South, Shield Wolves of East Storm, Brotherhood of Jomsborg. We're Viking historical reenactors, also known as experimental archaeologists, here in San Antonio, Texas. Motoyama Tomoaki と言います。東京、日本の東京出身です。日本バイキング協会をやっています。バイキングの、神話と伝説を読んで、それで北欧に行きました。で、北欧で、バイキングのリエンアクトメントという活動があることを知った。で、そういうリエンアクターたちの、がバイキングの精神もそのまま今再現しているということにすごく感動したからです。私にとってバイキングはバイキングのこの再現するということが人生にとって楽しく生きられて、それが幸せに生きられる術だと思ってます。 My name is Jordi Martinez. I am from BarcelonaFrom the Brocard Lac in Barcelona, Spain, Catalonia. And for me, for us, the Viking life is more than a hobby. It's not a hobby, it's a style of life. With my wife, we were celebrated our Viking wedding also. We are coming from Czech Republic. Our group is Wolfgard. Wolfgard is from Prague. We make Viking many years.Orm is 10 years ago started with Vikings and the forest with battles, with drinks and women. It is life, it is true life. You know, you can sing about the Vikings, but to be one is something very different. Alex is not only singing, but he knows what he is singing about.He's one of us. He's one of Jomsborg Drengir. He's a member of West Storm, so another chapter in our organization. Es ist absolut straight, dass er dort dann auch wirklich seine Sache so mit durchzieht und ohne Starlüren und Ähnliches an der Sache voll mitzieht. Also finde ich gut. Guess what? He is taking part in all these crazy big battles.He never made any big deal out of being a rock star. He's just one of the guys standing next to each other with the shield in the front and the sword in his hand. I've seen him fighting because usually I'm bimbling behind commanding, so I have a good perspective to watch everything and everyone. And I was watching him fighting. No fear at all. He was just running.Towards the enemy, using his strength and his size, and also skills he got on Jomsborg trainings. Der Alex ist ein ziemlich guter Kämpfer. Der ist richtig gut. Vor allem ist er durch seine Größe halt auch vielen ziemlich überlegen. Die Kämpfe, die ich mit ihm mache, die mag ich ganz besonders, weil er mag das genauso wie ich.Etwas härter und ein bisschen brachialer. Und das hat schon einen sehr, sehr schönen Reiz. So that's very important. Because when you see him singing, you know that he knows the feeling of being in a real battle. He knows how it is when your heart is almost jumping out of your chest. He knows how it is when you hear the war drum.And then it's silence. All you hear from inside is just huge roar of several hundred warriors. And you focus only on one, of this brutal clash
you're gonna meet within seconds. Alex knows it's best. We met together with Alex. It was in 2005 during the first appearance of Liv Zeiss during the Metal Field Male Voices Festival. And we started to talk about reenactment, about the Vikings and about the music. We arrived to a point to say it can be cool to have Vikings on stage with Liv Zeiss. The finally was the recording of the DVD in Sagaï, Belgia during the Metal Female Voices Festival in 2007. And I have some great memories, like Alex when he took my chainmail for the first time. Finally he was on stage with the chainmail, and it was his first step in the world of reenactment. After the show he said, yeah, I have to do something. So he decided with the band to continue to have, from time to time, to have Vikings on stage. And I think it was a very good idea. Was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass Alex im Gegensatz zu manch anderen Metal-Bands, die ja auch solche Themen besingen, sich auch mit dem Thema Geschichte intensiv beschäftigt, indem er tatsächlich mal nachempfindet, wie war es eigentlich in dieser Zeit zu leben, auch wie ist es eigentlich zu kämpfen. Viele Bands singen ja immer nur davon, aber irgendwie mal wirklich ein Schwert in der Hand gehabt haben, die wenigsten, ja, vielleicht mal auf einem Videoshoot, aber tatsächlich sich mal irgendwie hinzustellen und auch mal Schläge einzukassieren, da kenne ich eigentlich keinen, der das so in diesem Bereich tatsächlich auch macht und auch sehr engagiert dabei ist und motiviert ist und seine ganze Freizeit da quasi auch opfert. Drüber singen kann jeder, aber tatsächlich mal selber erleben und vielleicht auch selber mal ein Schwert führen, da fällt mir jetzt auch keiner ein, der das so tatsächlich bewusst und so engagiert, wie Alex das tut, auch macht. Was ich besonders toll finde, ist dadurch, dass er dieses Reenactment so ein bisschen auch in der Metal-Szene so verbreitet, dass eben dem Zuschauer da auch ein etwas korrekteren Bild einer Wikinger-Darstellung gezeigt wird, was im Allgemeinen ja, wenn man jetzt einfach so, sag ich mal, so Laien anguckt, die meinen, sie machen Wikinger-Darstellungen oder ja. Im Fernsehen guckt, sogar einige Dokumentationen, da wird einem ganz komisch, wenn man die anguckt, wenn man ein bisschen was davon versteht. Das Thema Wikinger in der Metal-Szene ist schon nicht zwangsläufig neu. Es gibt ja wirklich es gibt ja diese eigene Musikrichtung Viking Metal. Aber Alex hat den Vorteil, er ist schon mal mit dem Schild in der Linie gestanden. Er kennt den Adrenalinkick, den es ausmacht, in Wohlin auf dem Schlachtfeld, irgendwo im Vollkontaktsport zwischen 100 Kämpfern drinstehen. Er kennt auch das Leben, im Zelt zu schlafen. Er kennt es über offenem Feuer kochen. Er hat einfach einen anderen Bezug zu der ganzen Thematik, nicht nur mythologisch, sondern auch erlebt es. Und das merkt man einfach, da hat er einfach mit Liv Zeiss dann entsprechend den persönlichen, direkten Bezug, den einfach viele anderen Bands so nicht haben. Und das macht nochmal so den gewissen Unterschied zwischen Liv Zeiss im Hinblick auf anderen Metal-Bands, die das ähnliche Wikinger-Thema haben. Sorry. About 2007, I said to myself, wow, Vikings are going to be huge. I could see bands like a Monomath and other huge bands, yeah, like Liv Zeiss, and they were pushing this new narrative of Viking culture. And back then, people laughed at me and they went, ah, no, you're just a Viking obsessive. And I said, no, this is going to be huge. And here we are today, like over 10 years later, and Vikings are pop culture now. You see it on Netflix, you see it on Amazon, it's everywhere. And music now has become so in love with the Viking scene, both in metal and this neo-folkish sound that's a bit like Dead Can Dance mixed with Viking culture. And Liv Zeiss have really become a kind of a band that are on the forefront of pushing this new pop culture scene of Vikings. But it's not pop culture, it's they live it, you know, and they breathe it. So it's not this plastic, fantastic Vikings that you see on TV. It's this guttural, raw, heavy metal Vikings, you know, the thing that I fell in love with many years ago as a small adult, you know, young adult, sorry, 21 years old, looking at these cool bands and thinking, oh my God, I want to be like them. And they are still doing it and pumping out that awesome sound. And it's those bands like Liv Zeiss that are pushing this at the forefront. And you know, every time there's a new album out, it's waiting on my Spotify or on my Google playlist in the gym, waiting for me,
you know, just to get in there and start pumping iron, listening to this cool Viking music, you know, or when you do a long journey to a campaign event, leaves eyes, let's get that in. And, you know, it's the soundtrack of your journey to Volin, or the soundtrack of your journey to the next Viking event. So especially in the case of Leaves Eyes, it's a very clever thing to combine metal with folk, with Norse mythology and ancient Viking traditions, because it helps to spread the word. It helps the old culture, the way of the old ones, to be known, because music, metal music, is the best medium you can imagine, especially where performed by someone as Alex and Leaves Eyes. I personally believe it's a good thing. It's bringing more people that would never know about the Viking lifestyle into this. I am a fan of Leaves Eyes, and back in the early 90s, when I didn't know much about Norse mythology, metal with Viking essence and roots is one of the things that turned me on to the mythology and then eventually led me into this path. So, absolutely, it's cool because it gives people a bridge to find out about a culture that they may never have understood. So, brilliant. I think music like this could lead to maybe more people getting interested in Vikings and reenactment. So. Yes, and in the history, because yeah, that's what our main passion is. It's the history and knowledge about it. So. If people can start being interested in history through the music, it's only positive. Actually, it's my beginning in the reenactor scene, in Viking scene, because when I was, I think, 14, one of my mates told me about something fucking awesome that was Viking metal. I like it. I think it's the music that fits the Viking time the best, because it shows the badassness of Vikings. Because you don't want to mess with a Viking. So I think it fits really, really well. I like it. The idea is fucking awesome to join these two things. If Vikings could listen to our modern music, they will listen to metal. They will listen to metal. Das passt einfach. Wenn die Musik richtig ist und Alex macht eine gute, richtige Musik, also sein Konzept von Musik und sprachlichen Texten aus der Mythologie und dem Mittelalter. Das passt schon sehr, sehr gut. Deswegen unterstütze ich ihn auch. Finde ich eine gute Sache, das passt ja gut zu dieser Metal-Stimmung, zu dem Martialischen, was man in der Musik hat. Also finde ich klasse. Also das Konzept, die Mythen und Wikinger in eine Metal-Musik zu packen, wie Leaves Eyes es macht, finde ich total gut. Ich höre auch schon lang Metal und mag halt einfach, wenn sich die Musik dann auch mit meinem Thema befasst. Also das finde ich, sagen wir, ziemlich geil, und auch um unsere Szene bekannter zu machen. Like, reenactment doesn't have, like, it's quite large, but it could be bigger. And the whole having metal sort of like backing us to attract people to the scene is it's a brilliant idea. Metal music, Leaves Eyes music and Norse mythology, Viking sagas, Beowulf, all the crazy and everything, is a really great and good idea to actually lift out more knowledge. People actually read and look into the albums as well and follow the lyrics. I think it broadens the knowledge of the listeners for the most, and it brings more flavor to life. I think it's great because it spreads the legends about the Vikings, or the Norse people, in a good way. And we, as Viking reenactors, want to spread the Viking history around the world. So of course, it's really, really good that Leaves Eyes go around the world and make the Vikings famous through the sagas. I think it's great. I think it does serve as an accurate gateway. I know for myself, getting into thematic metal and that has historical themes, especially for Northern mythology and especially the Viking Age, did help me to garner a deeper interest of that heritage and that culture. It's absolutely great. It gives us exposure, as well as just bringing more attention to the music scene as a whole. And I think it's a very, very good way for those who are interested, or maybe who never knew they could have an interest, to really learn about
a historical culture and figure out a way, you know, to pursue that, whether it's through music, whether it's through like what we do, martial arts living history, or any other way that they can find that they can try to promote or learn more about the Viking culture. なんか素晴らしい以外言えないですね。うん、素晴らしい。本当に今日が待ち遠しかったし、今日のまでの間に何度も何度もリーブサイズの曲を聴いて、とても気持ちが高ぶって感動しました。Finde ich sehr geil. Allein schon, weil ich auch das Nordische grundsätzlich mag und selber mich damit beschäftige und Metal ist halt einfach die geilste Musik auf der Welt. Also zwei geile Sachen kombiniert, einfach spitze. Also für mich passt das thematisch absolut zusammen. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel schlecht vorstellen, dass das jetzt in anderen Musikgenres so passend wäre, jetzt beispielsweise Rap oder ähnliches. Insofern, da ich selber auch Metal-Fan bin, finde ich das grundsätzlich eine Sache, die absolut zusammenpasst. Ja, also generell ist dieses Konzept einfach auch super für einen Einstieg, um tatsächlich ja, in die Szene reinzukommen. Ja, man beschäftigt sich mit dieser Mythologie, man beschäftigt sich dann auch langfristig auch mit diesem Hobby, mit dem Kämpfen und auch mit den Sagen, die Lys Eyes tatsächlich behandelt, die ja tatsächlich auch einen historischen, realen Bezug haben. Und für mich persönlich war tatsächlich auch sowas der Einstieg vom Metal, vom Viking Metal in die Reenactment-Szene. Well, for us it's very important to keep the traditions, to keep the roots of Vikings, and for that reason Levi's and other bands like Wardruna and other folk bands that they are pushing this scene that for us is very important. Gerade so wie sie es angehen, finde ich es sehr schön. Es gibt ja mehrere Bands, die das auch versuchen oder auch machen. Lys Eyes hat das halt wirklich meiner Meinung nach wirklich schönstimmig umgesetzt. Gerade auch, weil Lys Eyes, wie leider sehr, sehr wenige andere, sich mit dem Thema auch tatsächlich auseinandersetzen. Ich finde es grundsätzlich sehr gut, besonders wenn Mythologie aufgegriffen wird, die echt ist und nicht gefüllt ist mit irgendwelchem Fantasy-Kram. Das haben wir mehr als genug in der Metal-Szene. So you'd have more fantasy influence in other bands, and I actually prefer to stick to the actual mythology that we try to live in. Wir versuchen ja sehr authentisch zu sein und eben auch viel nach Funden. Unsere Ausrüstung ist sehr nach Funden orientiert und der Alex saugt das eigentlich alles so in sich auf. Vermisse ich oder andere auch leider bei anderen Gruppen, die dieses Thema auch aufgegriffen haben, aber eher die Klischees bedienen wollen, was ich sehr schade finde. Da unterscheidet sich Lys Eyes doch sehr, sehr stark zu anderen, die dieses Thema eben aufgreifen. They don't put only the fighters and the war just in front. Of course, they talk about that, but they talk also about a lot of different things in the Viking Age. So that's the one of the main points, very interesting in Lys Eyes and the Viking culture. We love this music, we love Vikings, we love this Nord mythology, and Lys Eyes concert is all together with this style, it's perfect. Mein Name ist Roland Ott, ich bin bei den Jets und mache die Sache so 10 Jahre lang schon. Mein Junior hat vorher angefangen und da bin ich auch zugekommen, weil mir das Spaß macht. I met my husband in Viking. We have together 3 children and I have a grandson. So we're three generations being doing Viking. My name is Ylva. I'm from Sweden, Gothenburg, and I've grown up with Elvegrim, that's part of the Spear Coast. But right now I'm traveling mostly with my mother and stepfather, that's from Jomsborg. Viking reenactment is my way of traveling, because ever since I was 3 weeks old I've done Viking reenactment. So I've only traveled without Viking about 4 times, and I didn't like it as much, because Viking is basically like coming back to nature, to like who you are yourself,
to like your true self. Because when you talk to a person, you don't know their job status, their how they dress or anything. You just judge them for who they are at the moment. And I just like it. It's the pure way of being human for me. Familiensache ist natürlich hier noch ganz schön. Also mein kleiner Sohn, der ist jetzt gerade nicht dabei, der will aber auch anfangen, der ist 6. Mit Mathis ist es natürlich total super, wenn man dann also im Lager erstmal, welches Kind kann schon mit 10 schon, oder mit 11 den ganzen Tag Holz hacken? Ja, darf man. Das hätte die Mutter wahrscheinlich auch nicht erlaubt zu Hause. Ich habe auch ziemlich früh angefangen mit zu kämpfen und zwar war ich dann noch ein bisschen zu klein, um in der Linie mitzukämpfen. Da war ich 11 oder 12. Mhm. Und da habe ich auf manchen Veranstaltungen, wo das erlaubt ist, Bogen geschossen. Die haben dann vorne Pompenpfeile. Das habe ich dann so 2-3 Jahre lang gemacht. Und dann bin ich auch auf Schwert-Schild umgestiegen und konnte in der Linie mitkämpfen. Und mittlerweile kämpfe ich auch einen Speer. Und wenn man dann erstmal gemeinsam in der Linie steht und sieht, wie da immer besser wird und man sich immer mehr anstrengen muss, um da mitzuhalten, das ist schon, das ist schon gut. Also allgemein, Reenactment ist eh ein Familiending irgendwo, wenn die ganze Familie mitzieht, also wenn die Kinder entsprechend Lust haben drauf und da mitziehen, macht es wirklich richtig Spaß. Es sind Freiheiten, die Kinder dann genießen können, wo sie daheim nicht so haben. Also keine modernen Sachen, also auch keine modernen Ablenkungen, kein Handys, kein Telefon, kein irgendwie modernes Tablet, Spielzeug, Computer, kein Radio, keine einfach moderne Ablenkung, man ist einfach raus aus Total dem Alltag. Entschleunigung. Es entschleunigt und es bringt dann die Familie auch irgendwo zusammen wieder und es ist einfach schön, das einfach zu erleben, wie die Kinder dann auch entsprechend in dem Hobby auch aufgehen können. Es ist auch ganz, ganz nett, wenn man dann plötzlich sich umschaut und im Lager plötzlich 7, 8 Kinder hat und nicht richtig weiß, wo gehören die jetzt alle hin. Und genauso ist es aber auch, wenn plötzlich von uns die Kinder weg sind, wir wissen, die kommen wieder, die gehen nicht verloren. Die ganze Wikinger-Szene ist auch auf dem Lager eine riesengroße Familie. Richtig, da kannst du die Kinder wirklich passt jeder mit auf. Frei rumrennen lassen und jeder weiß eigentlich, dass keins der Kinder verloren geht. Ich heiße Danilo. Ich heiße Marco. Ich heiße Hanna. Wir gehören zur Gruppe Werjaborg und ich bin gleichzeitig noch Werjaborg-Anwärter für die Kampfgruppe. Ich bin auch Anwärter. Mir gefällt am Wikinger sein, dass man einfach in der freien Natur ist, dass man abends noch am Lagerfeuer sitzen kann und in den Zelten schlafen. Man kann zum Beispiel über Märkte schlendern. Die coolen Klamotten, die coolen Ketten. Dass man über dem Feuer kochen kann und dass man sich einfach mit jedem versteht. Dass man halt einfach neue Freunde kennenlernen kann. Und noch andere Dinge. Die Atmosphäre ist viel entspannter auf einem Lager als zu Hause. Man hat keinen Stress, man hat keine elektrischen Geräte, mit denen man sich die ganze Zeit beschäftigt. Ich kann mit Danilo Schwertkampf machen. Wir gehen normalerweise einmal im Jahr nach Schweden, nach Fortaviken. Dort ist so ein historisches Wikingermuseum. Dort tun wir dann in einem nachgebauten Haus schlafen und dann verschiedene Aufgaben auch nachgehen. In Fortaviken, da hat es mir gefallen, dass ich nämlich ein Brot backen konnte. Das war auch sehr lecker. Am Wikinger sein ist alles cool. Tschüss, Onkel Kohl.